Auch Sugar Mami Michelle spricht Tacheles. Dann wie peinlich. Guck mal, er fickt einen Tisch. Er fickt trockenen Tisch. Und dann hart besoffen schaut so. Und fickt eine Scheibe. Und draußen ist halt eine Frau gestanden. Der steckt den Schwanz überall rein. In der Cola-Dose, wenn es sein muss. Aber so, wie peinlich, Alter, wie peinlich. Er war halt die ganze Zeit gemeint, ja, die auf sexuelle Art findet er bla bla bla. Und er hat immer schon sexuell, hat er sexistisch gesagt, das Wort. So peinlich, dass ich mal Deutsch kann. Hülei ist sexistisch mein Typ. Von Level ist sie echt Number One, so, was sexistisch angeht. Bitte, bringst du mal scheiß Wörterbuch zum Deppen, Alter. Und dann sagt er noch zu mir, ja, weil meine Erziehung und so, und ich bin so verwöhnt und ich bin eine Prinzessin. Und ich erlebe in Luxus und so. Und, was er hat gesagt, er ist eine Prinzessin. Ja, du. Ich bin als Prinzessin aufgewachsen, habe alles in den Arsch geschoben bekommen. Und, ach ja, aber du lebst auch von meinem Geld. Ach so, sorry, Bro, aber es stört dich anscheinend nicht, dass ich Geld habe, oder? Sie zahlt jeden Döner für ihn, sie zahlt alles für ihn. Echt jetzt? Du lebst auf meinen Nacken, lebst du. Und dann sagst du mir, ja, sie ist so verwöhnt und sie ist eine Prinzessin. Ja, du lebst aber auch auf meinem Prinzessinnen-Nacken. Also halt deine Schnauze. Das mit Luxus, den Prinzessin hätte mit Anspruch sollen. Jetzt selber schuld, Bro. Es ist das schlechteste Beispiel von Mann, was es geben kann. Boah, ey. Ganz ehrlich, aber warum kämpft er immer um mich? Ja, weil du ihn bezahlst. Ich wusste nicht, dass man Sugar Mama so jung sein kann. Aber schon, läuft. Ich bin eine super sexy Sugar Mami. Da merkt man, dass ich nicht so viel falsch gemacht habe in der Beziehung. Denn das Einzige, worüber er lästern kann bei mir, ist, dass meine Eltern wohlhabend sind. Na, ist die Stimmung aufgeheizt und ihr habt noch nicht genug? Hier geht's zur ganzen Folge, hier geht's zu weiteren Videos. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns.